Hausgemachte Brötchen. Hallo zusammen, wir machen heute zusammen Brötli. Für 5 Brötli geben wir 250 Gramm Weissmehl in eine Schüssel sieben. Dann geben wir 21 Gramm frische, zerbröselte Hefe dazu. 150 Milliliter lauwarmes Wasser. Und 6 Gramm Salz. Jetzt kneten wir das Ganze mit der Küchenmaschine mit einem Teighaken für 5 Minuten. Wenn der Teig schön geknetet ist, decken wir ihn mit Klarsichtfolie zu und lassen ihn für eine Stunde bei Zimmertemperatur gehen. Jetzt bemalen wir unsere Arbeitsfläche, bemalen, geben den Teig drauf, bemalen ihn auch ein bisschen, bemalen, machen einen gleichmässigen Strang und teilen ihn in 5 gleich grosse, ca. 80 Gramm schwere Stückchen. Dann formen wir den Teig zu einem schönen Brötchen. Das machen wir, dass wir es rund wirken. Immer schön mit der Handoberfläche etwas von oben gegen unten reindrehen. Alternativ können wir bei den Brötchen auch den Teig in die Hand nehmen. Die Handfläche drauf, mit den Fingern etwas andrücken und dann rund kugeln und mit der Hand, die wir oben drauf haben, immer etwas enger werden, damit wir schöne Kugeln haben. Dann legen wir unsere Brötchen auf ein Backblech mit Backpapier, nehmen ein sauberes Geschirrtuch, legen das schön anfeuchten und legen es drüber und lassen es für 20 bis 30 Minuten so stehen. Zum Geschirrtuch möchte ich sagen, das letzte Mal hat mir jemand geschrieben, das Geschirrtuch sei dreckig. Ist es nicht. Es hat ein bisschen Rüebli drin, zwischendurch hat es einen Fleck getroffen, es sind alte Geschirrtücher. Wir vom Mittelstand waschen unsere Geschirrtücher immer wieder, wir können sie halt nicht neu kaufen. Und dementsprechend kann es halt sein, dass irgendetwas einbrennt, noch getroffen ist, wo einfach nicht mehr rausbringst. Aber sie sind sauber. Entschuldigung, das musste ich loswerden. In der Zwischenzeit heizen wir unseren Backofen auf 230 Grad Umluft vor. Vor lauter Geschirrtüchli habe ich jetzt vergessen zu sagen, wenn ihr den Ofen vorheizt, dort von Anfang an weg gerade eine feuerfeste Schale oder eine Gratinform mit Wasser drin am Boden vom Ofen stellen. Dann schieben wir unsere Brötchen in die Ofenmitte und backen sie dort für 13 bis 15 Minuten, je nachdem wie euer Ofen funktioniert. Wenn die Brötchen aus dem Ofen kommen, lassen wir sie auf einem Gitter komplett auskühlen und dann geniessen wir sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Zusammenhang.